Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Full Throttle. Vollgas! Genannt, wir sind in der Höhle der Lappen. Bin noch nicht verrückt. Und der Cave Rats, wie hieß der denn jetzt? Hab ich wieder vergessen. Erfolgreich nach vielen Unfällen. Ey, da ist die Rampe. Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, wir können jetzt mit der Kette am Moped festmachen. Hör, was war das? Habt ihr das gesehen? Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Ach so, stimmt, aber... Hey, das ist... Ach, das war's. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. So ein potentes Zeug sollte ich... Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Da komme ich wohl nicht rein. Lol. Oh, dann fahren wir damit mal zu Dingens. Also, wir brauchen Luftkissenbombe noch. Wo kriegen wir das denn her? Ich fahre erstmal damit weg. Hey, halt! Ah! Ich sollte hier lieber verschwinden. Ich habe das Ding jetzt aber vergessen. Aha. Ich glaube, ich musste umdrehen. Wie abgefahren, was für Freaks. Nutzt überhaupt einen Ständer oder steht das Ding von alleine? Wie es immer aussieht. Quietsch, quietsch. Macht's gut, ihr Lappen. Danke für eure Rampe. Jetzt kommt ihr selber nicht mehr bei euch rein. Hört ihr das? Ist ein Soundbug, oder? Oh oh. Ach. Und wer war das? Meine Brüder, wir sind gerade von einem Geist heimgesucht worden. Dem Geist von Ricky Myron, der erschienen ist, um seine Rampe zurückzufordern. Warum hat er sie hier gelassen? Er kann sie nicht benutzen, weil er ein Geist ist. Er will nur seinen Zorn ausdrücken und den müssen wir in Ehren halten. Oh, zürnender Geist Ricky Myrons, wir ehren deine Wut. Aber dieses Mal muss die Rampe wieder zurück. Das ist bestimmt Ricky Myron, oder? Vielleicht hat er so einen eigenen Kult gegründet. Ich wette, wir müssen... Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wir müssen... Zu laut. Also das Einzige, wo ich mir jetzt Tipps geholt habe, war das mit dem Dünger vorhin. Aber der Dünger ist doch nicht rutschig, oder? Vielleicht können wir hier irgendwie... Vielleicht können wir irgendwie... Nee, es geht ja auch... Ha!
Nee. So ein potentes Zeug sollte ich für die Old Mine Road auf... Also ich kann hier nichts machen, ne? Hier geht nichts. Aber ich will das nur für die Old Mine Road nutzen. Es ist nicht glitschig oder so. Hier ist auch nur die Rampe. Können wir da irgendwie drüber springen mit dem Motorrad? Guck mal, die springen da oben hier runter oder... Oder ich bin hier noch nicht fertig. Irgendwas fehlt mir vielleicht. So ein Pro- Fürs. So. Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Das geht. Ach, guck mal, ich habe die Dinger abgemacht. Die folgen diesen Leuchten auf dem Boden. So war das doch. Die haben die Leuchten nicht mehr gesehen, deswegen. Mit den Kerlen bin ich fertig. Okay, jetzt haben wir die Rampe. Okay. Und jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht. Was macht er denn jetzt? Lol. Okay. Also auf der Old Mine Road war nix. Komm, jetzt locken wir nochmal das Auto an. Vielleicht macht die einen Crash. Wow, okay. Und jetzt? Was für eine Sauerei. Damit können wir wahrscheinlich nichts machen. Jetzt müssen wir einfach weiterfahren. So, holen wir das Auto. Das hebe ich mir für die Old Mine Road auf. Ja, okay. Dann macht das Auto einen Crash und vielleicht haben die ein Luftkissen, irgendwas, wofür auch immer. Alles klar. Onkel Pete! Sieh nur, wie er läuft. Ripburger.
Das war Nestors Schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan. Wir werden diese Korlegöre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Was? Sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so Siehste? Eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Stimmt, also ist der Corley, sie ist Corley. Wird den Laden wahrscheinlich übernehmen am Ende. Das wusste ich nicht. Nicht mehr. Ich habe das Spiel nie durchgespielt. So, jetzt müssen wir zurück zum Auto. Luftkiste ist wahrscheinlich so ein Schwebeding, was anstelle von Reifen die haben, ne? Das hätte ich viel früher machen können, ich Trottel. Hoverauto. Ich fasse nichts. An, was keine Räder hat. Muss es ja nicht anfassen. Und jetzt muss das da dran? Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. Habe ich jetzt alles? Das müssten wir alles haben, oder? Gut, dann versuchen wir mal zu springen, oder? Mit maximaler Geschwindigkeit, oder? So, dann drehen wir von hier aus mal um. Das muss doch reichen. Es sei denn, ich kann nochmal in die Garage von der alten. Wir werden es jetzt nicht mal ausprobieren. Drück mir die Daumen! Alle Mann festhalten! Alles und nichts! Oh. Also viel dazu. Steht gut, wo sie ist. Da lasse ich meinen Mund. Steht gut, wo sie ist. Und wie springe ich jetzt? Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Nein. Wie springe ich denn jetzt da? Ha, so. In Ordnung. Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Oh yeah, jetzt geht's los. Das kann doch nicht gut gehen, das kann doch nicht. Ich kann mich erinnern, es war in der Demo. Ich glaube, da hat die aufgehört. Oh yeah, los geht's. Alter, wo sind wir denn? Corley Motors. Die Corley Motors Fabrik. Geheiligter Boden. Oh.
und damit müsste ich aufhören, Leute. Kann sein, dass die Folge ein bisschen kürzer war. Ich war noch mal ein bisschen auf der Old Mine Road am rumprobieren. Aber das schneide ich mal raus. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Full Throttle. Haut rein.